Wir sind jetzt in Nanda angekommen. Es ist mittlerweile 4 Uhr nachmittags, glaube ich. Haben uns sofort ein Zimmer gesucht. Hat sich etwas schwerer gestaltet als erwartet. Direkt am Strand haben die Zimmer zwar immer noch nicht so viel gekostet, allerdings hatten die alle ein total beschissene Toilette. Das hier ist immer noch nicht besser, aber kostet nur noch die Hälfte, sogar mit Klimaanlage und mit WLAN. Viele hatten gar kein WLAN hier, das hat mich verwundert. Ja, ich zeig mal einfach, wie das Zimmer ausschaut. Also wie gesagt, ist nichts Besonderes, es kostet, der hat uns ein super Angebot gemacht, da wir 2 bis 3 Nächte hier bleiben werden, voraussichtlich. Hat er uns Angebot gemacht, dass wir nur 700 Pesos zahlen. Das ist umgerechnet 14 Euro pro Nacht. Echt günstig. Und das sind nur, keine Ahnung, 100 Meter bis zum Strand. Wenn überhaupt. Genau. Ja, so schaut nämlich das Zimmer aus. Also ist echt, echt klein. Das ist der Fernseher, also wenn man sowas als Fernseher bezeichnet, bei uns ist es nur Überwachungskamera, Bildschirm oder so. Genau, meine Freundin schminkt sich gerade ab, bereitet sich für den Strand, die sieht man nicht da, kannst ja winken, jetzt kannst du winken. Genau, ja, das ist das Bett. Koffer, mit unseren Koffern ist das schon mal schon fast voll. Ventilator haben wir. Hätten wir Zimmer ohne Klima genommen, hätten wir sogar 100 Pesos weniger gezahlt. Genau, und jetzt kommt eigentlich der Schrecken des Zimmers. Die Toilette, das Bad, die Dusche. Bumm. Gibt auch kein warmes Wasser, aber ist ja auch echt warm hier. Es gibt warmes. Wie da? Nur naturerwärmtes Wasser. Ah, genau, ja. Er hat so Werbung gemacht. Wofür brauchst du warmes Wasser? Why do you need warm water? The water outside is warm. Naja. Ja, so schaut sie aus. Wir haben gar nicht geguckt, ob das Wasser funktioniert. Ui. Licht. Also, das habe ich ja gar nicht auf die Kamera genommen. Da kommt das Wasser raus. Schaffen wir zu belegen, weil. Für den Preis kann man eigentlich nicht meckern. Vor allem in einem. Ja. Ist jetzt nicht unbedingt. Ande ist jetzt nicht unbedingt Touristengebiet. Es sind sehr viele noch Einheimische. Aber auch einige Weiße haben wir gesehen. Also werde ich jetzt nicht mehr der Einzige hier sein. Ja, wir machen jetzt für den Strand fertig, gehen dann ein bisschen schwimmen, endlich mal. Ich hoffe, vorhin waren wir kurz am Strand und dann habe ich gesehen, dass die Leute mindestens 100 Meter ins Wasser gelaufen sind, bis die schwimmen konnten. Ich hoffe, dass das nicht überall so ist, weil ich will eigentlich reinrennen und ins Wasser und schwimmen. Ich bin gerade am Strand, bin sofort ins Wasser gegangen, habe die letzten Sonnenstrahlen noch genossen. Und da ich euch versprochen habe, zu zeigen, wie das hier ausschaut, gleich mal ein Bild. Das Wasser ist richtig, richtig warm, also mindestens 25, 26 Grad, zumindest gefüllt. Ich weiß nicht, wie das wirklich sind. Und ist überhaupt nicht sieht, wie man sieht, da hinten sind noch Leute. Ich hab's nicht geschafft, so weit zu laufen, bis ich schwimmen konnte. Ich habe mich dann einfach hingelegt, etwas genossen, mich treiben lassen. Der Strand ist traumhaft schön, der Sand ist auch sehr, sehr schön. Ich freue mich schon auf morgen. Morgen stehen wir sofort direkt früh auf und gehen an den Strand. Also das werden die nächsten Tage nur Strandtage. Außer wir finden noch eine geile, richtig geile Attraktion oder Aktion, die wir unternehmen können. Ist aber nie, wie schon gesagt, nicht wirklich für Touristen ausgelegt. Da gibt es gleich hier eine schöne Bar, die ich vielleicht am Morgen auch ausprobieren werde. Ich weiß nicht, ob ich dann zu Bier greife oder zu Shakes. Die Mango-Shakes hier sind echt, echt traumhaft. Jedes Mal, wenn ich irgendwo essen gehe auswärts, dann hole ich mir sofort Mango-Shake oder Wassermelon-Shake. Die sind ja noch geiler. Schmeckt, als ob du wirklich eine Wassermelone im Mund hast. Ist auch, hier ist noch alles von Bergen umrundet. Überhaupt nicht tief.
Im Gegensatz zum Banglao sind auch nicht so viele Boote hier am Ufer. Also auch was mit der Tiefe zu tun, denke ich. Beziehungsweise ist so. Ja. Ob es sich wirklich lohnt, hier hinzugehen, werde ich dann euch morgen berichten, wenn ich den ganzen Tag hier verbracht habe. Aber die ersten Eindrücke sind auf jeden Fall unbeschreiblich gut. Das, was ihr gerade gesehen habt, das ist die Nahrung für die Hühner. Und das ist echt wie viele Bodybuilder hier. Anstatt dass sie selber trainieren, trainieren sie halt die Hühner. Und dafür gibt es echt fast in jedem Laden irgendwelche spezielle Nahrung mit Proteinsynthese, mit Protein, mit Kreatin, mit Aminosäuren, habe ich gerade gesehen. Das ist ja, erstaunlich, was es alles so gibt für die Hühner und wie sie behandelt werden. So, der letzte Tag von Anda ist heute für mich zu Ende. Der Strand an sich hat mir ganz gut gefallen, allerdings fand ich das Wasser nicht so toll. Es war zwar richtig warm, aber letztendlich konnte man sich nicht selbst so wie da hinten zum Beispiel. Und einfach mal Wasser klatschen. Aber etwas schwimmen war überhaupt nicht drin. Direkt hinter mir ist ja noch der Strand zu sehen. Und ein paar Meter vom Strand entfernt wird die ganze Müll gesammelt. Die ganzen heimatlosen Hunde, also die Streuner, reißen dann auch noch die Müllsäcke auf und ja, schmeißen den ganzen Müll wieder auseinander. Aber zum Glück wird hier der Müll überhaupt mal gesammelt. An vielen Plätzen wird sie einfach da gelassen, wo sie gegessen haben. Das ist zum Beispiel ein anderes Hotel, da habe ich kein Zimmer bekommen, weil ein paar Australier ein paar Minuten vor uns gekommen sind und die Plätze weggenommen haben. Und das ist die Straße zu dem Zimmer von uns. Und so schaut die Straße direkt neben dem Strand aus. Wie ich auch gerade eben gesagt habe, der Müll wird auch da gelassen, wo sie gerade gegessen haben. Wird nicht aufgeräumt, wird nicht eingesammelt. Das sind sich die ganzen feinen Herren ja, zu fein. Zu den Autos kann man auch sagen, dass hier hauptsächlich Mitsubishi und Toyota gefahren wird. Ab und zu sieht man noch einen Ford. Gerade eben habe ich noch einen Honda gesehen, das war glaube ich der erste hier. Ein BMW, VW, Audi, Mercedes habe ich hier noch gar nicht gesehen. Das ist zum Beispiel ein Restaurant, in dem wir ganz oft essen. Ist auch ganz, ganz gut, das Essen. Der weiß ist zum Beispiel der Besitzer. Der ist auch ziemlich nett, gestern haben wir da einen Cocktail bestellt und dann ist auch danach zu uns gekommen und hat gefragt, ob das wirklich so gepasst hat, weil sein Mitarbeiter anscheinend zu wenig Zucker reingemacht hat. Aber wir haben gesagt, oh, ich seh so schwarz aus in der Kamera. Guck mal. Oh Gott. ja, weil die Mitarbeiter erst eingearbeitet werden und anscheinend das nicht so gemacht haben, wie er sie angewiesen hat. Aber uns hat es trotzdem geschmeckt und war sehr, sehr lecker. Und da sind wir schon bei unserem Hotel.
beziehungsweise vom Zimmer angekommen, da ist der Eingang. Heißt J und A. Wir sitzen wie, na gut, außer mit der Ausstattung, mit dem Besitzer sind wir recht zufrieden. Und direkt daneben ist auch ein Shop. Da kann man schön gekühlte Getränke kaufen. Und da gegenüber ist noch irgendwas. Hinten um die Ecke ist ein Markt. Da gibt es, habe ich zum Beispiel Bananen gekauft. Und immer ein paar Brötchen, süße Brötchen, weil es gibt kein normales Brot hier. Heißt dann Diabetikerbrot. Ja, so schaut unser Zimmer von außen aus. Recht unscheinbar. Und von innen habe ich ja schon gezeigt. Wir machen jetzt fertig und dann gehen wir essen. Aber vermutlich war anders als wir, ja. Hier wirklich nicht mehr so schwarz. Vermutlich gehen wir woanders essen als bei den Weißen da hinten, weil unseren Mitreisenden schmeckt das Essen dazu gesund anscheinend. Ja, schmeckt ihnen das Essen nicht, weil es anscheinend so gesund ist. Beim anderen, wenn ich hinlaufe, werde ich es euch zeigen, da muss man auf jeden Fall Zeit mitnehmen. Diese arbeiten recht entspannt. Heute früh sind sie auch 15 Minuten zu spät gekommen. Also es ist, dass 9 Uhr aufmacht und die gute Frau ist erst um 9.15 Uhr gekommen und um 10 Uhr hat sie erst das Schildchen von Open zu Close umgedreht, andersrum, von Close zu Open umgedreht. Aber da saßen wir gerade bei dem anderen, gehen direkt gegenüber. Deswegen hat es ja auch ganz gut gepasst. Da habe ich auch endlich einen richtigen Kaffee heute getrunken. Und Brot. Das war French Pressed Kaffee. Also nicht aus einer Maschine, sondern hat richtig im Vergleich zu dem, was ich sonst bis jetzt hier hatte, gut geschmeckt. Und da gab es auch richtiges dunkles Brot. Mischbrot, ja. Kein Vollkorn. Nee, so ein Mischbrot. Aber immer noch besser wie Weißbrot. Ja, immer noch besser als Weißbrot mit Zucker. Und das ist das andere Restaurant, von dem ich vorhin gesprochen habe, wo man eine Stunde auf sein Essen wartet. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch Zeit mitgenommen und Powerbank für das Handy. Und aber das Essen schmeckt ganz gut. Also vor allem beim Abendessen kann man das machen, wenn es sowieso schon dunkel ist. Beim Frühstück würde ich es versuchen zu vermeiden. Genau, und um euch zu beweisen, wie lange das dauert, hier habe ich mal die Zeit gestoppt. Wir haben jetzt 18.30 Uhr. Und wenn das erst wieder kommt, blende ich wieder ein. So, nach über einer Stunde warten ist das Essen endlich da. Und so schaut es aus. Umgerechnet kostet es ca. 20 Euro. Ich hatte noch ein Bier, muss ich zugeben. Jetzt kommt noch ein Mango Shake. Wir sind jetzt fertig, haben jetzt noch 25 Minuten auf die Rechnung gewartet. Also entspannter kann man wirklich nicht arbeiten. Aber es hat wirklich sehr gut geschmeckt. Manche Sachen haben mir sogar besser geschmeckt, als die selber zubereiten würde in Deutschland. Ja. Kann man auf jeden Fall empfehlen, aber wie gesagt, mit einem Haufen Zeit. Oder einem vollgeladenen Marco, je nachdem. Möchtest du was sagen? Nee, hat gut geschmeckt. Außer, dass ich jetzt ziemlich müde bin, weil wir so viel Essen hatten. Es war doch sehr viel. Wir haben auch zwei Sachen einpacken lassen. Ja, Zeit, um sich hinzulegen, wenn wir endlich die Rechnung bezahlt haben. Und jetzt noch spazieren zu gehen. Ja, morgen geht es wieder zurück nach Buena Vista. Wir werden versuchen, mit einem Bus zu fahren, mal die einheimischen Verkehrsmittel auszuprobieren. Bin mal gespannt, wie das abläuft. Auf jeden Fall gibt es keinen Fahrplan. Das heißt, der Bus fährt, sobald er voll ist. Und es gibt auch keine Ankunftszeit. Morgen früh frühstücken wir, gehen an den Busbahnhof und hoffen das Beste, dass wir nicht den ganzen Tag warten müssen. Anschließend müssen wir dann ca. 100 Kilometer fahren. Hier sind 100 Kilometer in ca. 4 Stunden zurückgelegt. Ja, also morgen wird kein spaßiger Tag, aber auf jeden Fall eine neue Erfahrung. Vielleicht kann ich da noch was berichten. Gute Nacht.